Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Me Lovely Schmuck-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender stellen sowohl Nicole als auch ich gerade parallel vor. Für die silberne Variante schaut gerne bei ihr vorbei, nach diesem Video am liebsten. Und ich stelle euch hier gerade jetzt die Goldvariante vor, also Edelstahl in Gold. Und diesen Adventskalender haben wir wieder zugeschickt bekommen, um ihn vorstellen zu dürfen, was ich richtig cool finde. Der kostet 109,90 Euro und ihr könnt aber mit meinem Code SantaClaudi24 10% auf das komplette Sortiment bei Me Lovely sparen. Das heißt, ihr bekommt diesen Adventskalender unter 100 Euro. Das ist richtig nice und ich bin sehr gespannt. Die Nummer 8 haben wir zusammen gestaltet, also meine Community durfte wählen und ein weiteres Kläppchen aus diesem Adventskalender wurde von der Community, von der wundervollen Nicole gestaltet. Da bin ich auch gespannt, wofür ihr euch entschieden habt. Ich glaube, das dürfte die 12 gewesen sein. Und es gibt verschiedene Versionen von dem Adventskalender. Ihr könnt ihn auch in Silber bekommen. Und da dürfte der Schmuck dann ein bisschen filigraner sein. Das ein oder andere Schmuckstück weicht dann voneinander ab. Und was auch richtig nice ist, man kann diesen Umkarton nachher weiterverwenden als Schmuckkästchen. Dann kann man nämlich einfach die Boxen rausnehmen, auch hier bei der Schublade. Und wenn man möchte, kann man sich für 11,95 Euro minus 10%, wisst ihr Bescheid, dieses Set auch noch dazu bestellen. Und da hat man zum einen diesen schönen Spiegel drin enthalten. Den kann man sich hier so reinkleben, wenn man möchte. Und dann hat man hier auch noch zwei Inlays, die halt perfekt da reinpassen. Das ist einmal so ein großes und ein kleineres. Und da dann seinen Schmuck entsprechend aufbewahren. Finde ich sehr cool. Ich habe tatsächlich gerade erst für meine Malmkommode, die neben mir ist, eine komplette Sache so bestellt, dass ich da ganz viele Schmucksachen auch reinpacken konnte. Aber das hier kann ich auch sehr, sehr gut gebrauchen, muss ich ehrlich sagen, um das auch mit zu verwenden. Die sind gar nicht mal so günstig. Deswegen finde ich das cool, dass wir das dort auch kaufen können. Und ich habe auch den vom letzten Jahr schon umgestaltet, dass ich da meine Produkte von Me Lovely reinpacken konnte. Und ja, jetzt will die Frau hier so viel vor sich hinreden. Solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Übrigens, ganz vergessen, ich darf in diesem Adventskalender auch einen ganzen Adventskalender verlosen. Und zwar diesen Adventskalender in Rose Gold. Auch da habt ihr entschieden in meinem Community-Tab auf Instagram. Und da war nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Zeit zwischen den Bestseller-Schmuckstücken 2018 bis 2023 in Silber und diesem hier in Rose Gold. Schau in der Infobox vorbei, da sind alle Teilnahmebedingungen reingeschrieben und da läuft die Verlosung jetzt eine Woche. Wir starten jetzt am 1. Dezember. Meine Güte, wie viel möchte diese Frau reden heute? Oh, die mag ich ja jetzt schon, ne? Hier haben wir einmal die Ohrringe in der Nummer 1. Wir haben hier Mini-Kreolen. Dann sind das Rauten da drin und dann haben wir einen rosenquarzfarbenen Stein in der Mitte. Das finde ich richtig, richtig hübsch. Kann ich mir auch wirklich total toll vorstellen, wenn ich so einen rosanen Augenlook habe. Ne? Finde ich mega nice. Hier haben wir jetzt den 2. Dezember. Übrigens steht auch auf der Homepage, wie viele Schmuckketten pro Kategorie drin enthalten sind. Ne? Hier habe ich ein Armband drin enthalten. Und das ist sehr schön, sehr filigran und hat halt so Kügelchen dran. Ah, guck mal. Also ich würde es, wenn ich es locker mache, würde ich es so umbekommen. Und es hätte immer noch hier so eine kleine Verlängerung dran. Das ist wirklich gut. Mag ich gerne leiden. Und ich finde auch, dass sich das richtig schön leicht anfühlt. Ne? Das ist halt nichts, wo ich die ganze Zeit das spüren würde. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, ich glaube, dass das so auch gepackt wurde, dass du theoretisch auch nacheinander die Produkte hier drin hast, die für ein Look zusammenpassen. Das finde ich ja richtig cool, denn hier haben wir die Kette drin enthalten, genau passend zu dem Armband. Oh. Ja gut, ich habe jetzt mit Haare, ne? Mit Haare mache ich mal aufs Längste hier hinten. Dann wäre sie so, so, so. Und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung von der Länge her. Kannst du auf jeden Fall schön zum Layern nehmen oder wenn du halt eine eher filigrane Kette haben möchtest. Ich finde das schön. Hier haben wir die Nummer 4. Und dort befindet sich selbstverständlich auch ein Schmuckstück drin. Das könnte man auch als Anhänger einfach verwenden für die Kette, die wir gerade drin hatten. Da haben wir eine Blume als Muster drauf, die ich auch wirklich sehr, sehr schön finde. Also das ist schon schön gemacht und ich glaube, die 4 ersten Produkte kann man toll als Set kombinieren. Der 5. Dezember ist ein Tag vor Nikolaus.
Und hier haben wir einen Ring drin enthalten. Ach, guck mal, aber ein schöner Ring. Oh je, Mine, den mag ich gerne leiden. Auch der passt zu dem Set, das wir gerade ausgepackt haben, finde ich persönlich. Weil du halt hier diese Kügelchen auch mit dabei hast. Der ist größenverstellbar, was ich immer sehr, sehr schön finde. Und super leicht. Ich suche ja nach wie vor, ne, für meinen Zeigefinger den Ring. Aber ich lege den jetzt erstmal so um. Genau, also wenn die halt normal sind, kann ich den immer ganz normal auf meinem kleinen Finger tragen. Und hier sehen wir dann auch, dass der größenverstellbar ist, ne? Also definitiv ein schöner Ring, muss ich sagen. Ich halte den jetzt auch immer ein bisschen nach unten in die Kamera, weil ich habe jetzt auch gerade parallel ein Instagram Live laufen. Also falls ihr sowas auch mal sehen möchtet, kommt vorbei, ne? Nikolaus sollte schon was Besonderes sein. Das fühlt sich auch etwas schwerer an. Ich glaube, hier ist eine Kette drin. Oh, die ist ja abgefahren. Ich finde sie ein bisschen altbacken, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Aber irgendwie finde ich die richtig cool. Ich glaube, die kann man toll kombinieren. Da kann man tolle Statement-Looks mitmachen. Und wir hatten jetzt ja bislang eher filigrane Produkte drin enthalten, ne? Die ist jetzt mal ein bisschen derber. Da würde ich auch gerne mal sehen, wie das aussehen würde, wenn man den Adventskalender wirklich in Silber hat oder so, ne? Ist fast ein Collier. Also die mag ich gerne leiden. Die zeige ich euch auch mal ein bisschen aus der Nähe. Die ist schon crazy. Jetzt, wenn man die erst so sieht, denkt man sich, eieiei, ne? Aber wenn man die angezogen sieht, finde ich die wirklich hübsch. Die hat auch eine gute Länge. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Die ist cool. Der 7. Dezember. Oh, hier haben wir ein Armband drin. Das ist natürlich sehr süß. Und das ist so mit verbundenen Herzen gemacht. Das finde ich wirklich süß. Das ist, also für mich persönlich ist es nicht unbedingt ein Armband, was ich so tragen würde, aber es ist definitiv ein Armband, was ich so verschenken würde an eine Freundin oder an meine Mama. Wobei meine Mama würde jetzt nicht so Goldschmuck tragen, aber ne, das finde ich schon süß. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie, weil ihr das ausgesucht habt. So nämlich. Und zwar sind das die Claudis Weltohrringe quasi. Da haben wir diese Perlentropfen dran. Die wurden von euch ausgewählt. Da habe ich eine Umfrage gemacht, schon vor Monaten. Die sind jetzt hier ein bisschen durch den Wind. Also die sind ein bisschen verdreht, deswegen nehme ich die jetzt auch mal raus. Und ja, mein Favorit wurde leider nicht genommen. Ich glaube, mein Favorit wurde letztendlich am allerwenigsten gewählt. Aber ich finde sie sehr, sehr hübsch. Also das muss ich wirklich sagen. Es sind Ohrhänger. Und ich muss, also cool finde ich definitiv, dass es Ohrringe sind, die zu mir halt auch sehr gut passen, ne? Denn ich mag Perlen sehr gerne, ich mag Hänger sehr gerne und ich finde, sie sind einerseits so ein bisschen statementmäßig, andererseits sind sie aber auch ein bisschen zurückhaltender, dadurch, dass es halt eben nur, in Anführungsstrichen, nur Perlen sind, ne? Ich finde sie sehr, sehr schön und ich freue mich schon drauf, sie immer wieder zu tragen und an euch zu denken, weil das sind die Community-Ohrringe. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unser nächstes Schmuckstück freuen. Was jetzt zu diesem Set noch gehören würde, wäre ein Ring oder ein Anhänger oder wir starten mit dem nächsten Set. Da müssen wir mal gucken gehen. Es ist ein Anhänger. Aber dieser Anhänger gehört eigentlich zu den Ohrringen aus der Nummer 1. Hier haben wir dann den Anhänger einmal drin. Den haben wir eben quasi auch schon bei den Ohrringen gesehen. Und das spiegelt sich jetzt halt auch so ein bisschen wieder, sodass man da halt auch einfach diese Ohrringe mit der Kette und diesem Anhänger tragen kann. Wobei du auch die Kette mit diesem Anhänger tragen kannst, je nachdem, wie du lustig bist. Auch in der Nummer 10 darf es mit Schmuck weitergehen. Oh, die sind ja auch nice. Oh, das sind halt so Kreolen. Und die sind halt so gedreht, so ein bisschen kordelmäßig, ne? Die finde ich auch richtig hübsch. Das Einzige, was mich an diesen Ohrhängern, nein, an diesen Kreolen stört, ist tatsächlich wie nennt man dieses Stück, was man, der Stab, den man durchs Ohr steckt, weil der wird größer. Das können meine Ohrläppchen nicht ganz so gut haben. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl haben wir jetzt hier und da gibt es einen sehr, sehr abgefahrenen Ring, muss ich sagen. So schaut er einmal aus. Das ist so ein Perlenring. Ich glaube, das ist ein flexibler. Da muss man halt einfach mal gucken, inwiefern der auch passt. Na, auf meinem Ringfinger wird es nämlich schon eng. Also ich finde es manchmal halt ein bisschen schwierig, wenn man Ringe in Adventskalender packt, die nicht unbedingt größenverstellbar sind. Weil klar, wenn der halt so einen Gummizug drin hat, dann ist er nicht größenverstellbar. Ne? Also wie gesagt, auf dem Ringfinger bei mir wird es ein bisschen eng. Der kleine Finger passt, aber da hätte ich trotzdem auch ein bisschen Angst, dass er mir so ein bisschen runterrollt. Auch wenn er sehr hübsch ist. Ich kann ihn mir vorstellen zu besonderen Outfits, wo man dann halt wirklich so ein bisschen ja, under the sea mäßig oder sowas sich stylt, ne? Aber mein Vibe ist es leider nicht so ganz. Halbzeit. Der 12. Dezember ist jetzt hier bei mir.
Da könnten wir eine Kette drin vertragen. Oh, die ist schön. Das ist auch die Community-Kette von Chiquitas Place und ihrer Community, denn sie hat ja auch eine Umfrage gemacht. Und da habt ihr eine sehr, sehr, sehr schöne Wahl getroffen. Das ist so eine Plättchenkette. Aber diese Plättchenkette hat unterschiedlich große Plättchen. Und das finde ich mal super, super besonders. Die mag ich echt gerne leiden. Das ist schön. Also die hat sowohl diese ganz kleinen Plättchen drin, als auch größere, ne? Die finde ich sehr, sehr hübsch und die kann ich mir auch zu vielen verschiedenen Looks vorstellen. Eine schöne Alltagskette, aber auch eine, die man super tragen kann, wenn man so ein bisschen schicker unterwegs ist. Auch hier gefällt mir die Länge, ne? Ich habe die jetzt ein bisschen schief dran, aber auch das sehr, sehr hübsch. Und da muss ich glaube, wenn ich die dann immer trage, denke ich an Nicole und auch an ihre Community und so, ne? Das ist halt das, was Sina geschafft hat. Also Sina ist diejenige, die ja Me Lovely ins Leben gerufen hat, ne? Dass sie ja auch quasi euch mit ins Spiel gebracht hat, hat sie dann für Nicole und mich eine gewisse Emotionalität geschaffen. Die ist schon schlau, die Frau. Kommen wir zur zweiten Hälfte des Adventskalenders. Das finden wir in der unteren Schublade. Und da öffnen wir doch einfach mal den 13. Dezember. Oh, das ist auch schön. Das ist klassisch. Das kann jeder gebrauchen, der Ohrlöcher hat. Denn das sind ganz normale Ohrstecker, also jetzt bei mir halt in Gold, ne? Das sind halt einfach so Kügelchen, die kannst du auch einfach mit jedem Style hiervon kombinieren. Für mich perfekt, weil ich kann immer ein so ein Ding gebrauchen und die ich habe, sind alle schon total abgenutzt. Denn ich habe hier auf dieser Seite, von mir die rechte Seite, ein zweites Ohrloch, weil ich mich auf der anderen Seite nicht getraut habe, habe ich das nur hier. Und da möchte ich natürlich immer so ein bisschen, ne, auch was dran machen. Der 14. Dezember. Hier haben wir ein Armband drin, auch das ein super klassisches und auch da könnte man theoretisch ja einen von den Charms dran machen. Das ist einfach ein ganz schlichtes Armband mit einer ganz normalen Gliederkette, ne? Also wirklich super zurückhaltend, aber auch super, super schön, finde ich. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Direkt darüber befindet sich der 15. Dezember. Oh, das ist schön. Solche Ketten mag ich ja gerne. Das ist so eine Schlangenkette und die ist wirklich super hübsch. Ich hoffe nur, dass das eine Kette ist, wo meine Haare nicht so dran hängen bleiben. Vor allem ist die auch so ein bisschen anders. Ja, das ist eine Kette, die kann ich jetzt nicht mal eben so über meine Mütze drüber ziehen, oder? Nee, das passt nicht. Die ist tatsächlich auch ein bisschen länger und die hat hier unten auch eine Perle. Doch, die könnte ich drüber ziehen, weil ich kann es ja ganz lang machen. Dann schlüpfen wir da mal rein. Dann kann man hier unten wieder die beiden Kugeln festhalten und dann auf die gewünschte Länge ziehen. Oh, das ist so eine typische Kette, die landet dann so schön im Ausschnitt, ne? Also, ne, was soll ich euch sagen zu der Länge? Das ist hier eine schöne lange Kette und hier unten hat man dann halt diese Perlen dran, beziehungsweise diese Kugeln sind das ja viel mehr und die bummeln dann so rum und haben dann auch diese Gewichtsgeschichte, ne? Dass es quasi auch immer nach unten geht und nicht irgendwo dann rumfliegt. Das ist eine hübsche Kette. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Schauen wir mal, was der 16. Dezember so für uns bereithält. Ein Charm. Oh, und der ist passend zu dem Armband. Hier haben wir nämlich ein Herz mit dabei, was aber sehr, sehr schön zurückhaltend und filigran aussieht. Das könnte man sowohl an Armbänder dran machen, als auch an Ketten. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Hier haben wir ein Armbändchen auch wieder dran. Das ist passend zu, ich sag mal, unseren Ohrringen. Und diesem Ring zum Beispiel, ne? Da haben wir so kleinere Perlen auch als Zwischensegmente mit dabei. Ansonsten ist es eine etwas gröbere Gliederkette. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember. Ein Ring. Okay, der ist wirklich abgefahren, weil der ist passend zu dem Armband und zu dem Charm, was wir hatten. Es ist ein Herzring. Ja, also für mich jetzt nicht so das, was ich viel tragen würde, ne? Also nicht so mein Style, aber auch der ist größenverstellbar, wenn man möchte, ist auf jeden Fall recht hübsch. Die Nummer 19, eine Kette, das ist sehr schön, aber nee, so eine schlichte Kette hatten wir noch nicht. Das ist einfach eine ganz klassisch schlichte Kette, wo man halt die Charms auch dran machen kann, die wir ja schon drin hatten, ne? Und ja, auch die, eine schöne Kombikette, die man zum Beispiel mit dieser Kette kombinieren könnte, ne? Aber das ist halt einfach eine ganz normal schlichte. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir einmal den 20. Dezember und da haben wir noch einen Charm drin. Oh, der ist hübsch. Das ist so ein Sternchen. Aber wirklich Sternchen, der ist relativ klein, kannst du dementsprechend auch super am Armband tragen. Und der hat so Glitzersteinchen mit drin.
Das ist schon sehr, sehr süß, ne? Das ist sehr weihnachtlich, sehr festlich. Mag ich gerne. Die 21 enthält wieder einen Ring, aber was einen coolen Ring. Das ist ein Knotenring. Das finde ich schon wieder ziemlich cool, ne? Das ist schon wieder etwas, was ich sehr, sehr hart feiere, muss ich sagen. Ja, hier sind relativ viele Ringe. Also das ist jetzt auch schon der vierte Ring. Aber drei davon sind größenverstellbar und man kann dann einfach für sich selber auch entscheiden, zu welchen Styles man das so kombinieren möchte. Oh, das ist schon, das ist cool gemacht, dass du da einfach mal einen Knoten so mit drin hast. Und ich habe jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal so Knoten-Ohrringe drin gehabt. Und ich glaube, der wird auch richtig gut passen, wenn man halt diese Kette zum Beispiel trägt. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Es dürften auch mal wieder Ohrringe kommen. Aber wir haben jetzt erstmal, passend zu der Kette, die wir eben hatten, ein Armband. Und das sieht ja mal richtig abgefahren aus. Ich mag sehr, sehr gerne, wie das so am Arm aussieht. Und ich mag auch, wie sich das anfühlt. Ich glaube, mich ganz persönlich wird das hier auf Dauer dann tatsächlich am Arm etwas stören. Der 23. Dezember ist jetzt hier bei mir, ein Tag vor Heiligabend. Und da haben wir nochmal Ohrringe drin. Und zwar passend natürlich zu dem Herzset haben wir hier die Herzstecker in Herzform. Genau, die Ohrstecker in Herzform. Und ja, das passt natürlich auch sehr, sehr schön zum Set. Aber auch hier muss ich sagen, wenn man halt nicht so diejenige ist, die viel Herzsachen trägt, ist es, glaube ich, ein Set, was man da nicht so feiert, wie das bei mir ja der Fall ist, ne? Aber dafür habe ich hier andere Highlights im Adventskalender bislang drin gehabt. Kommen wir zum Highlight, die Nummer 24. Also entweder haben wir hier nochmal Ohrringe drin oder wir haben hier eine Kette drin. Das müssen wir nochmal schauen. Ein Ring ist hier in der 24. Das ist natürlich auch mal was ganz anderes. Stimmt, wir hatten ja auch schon hier mit dem Anhänger den Teaser quasi dazu. Denn hier haben wir ein Sternchenring drin enthalten. Es ist mal was anderes, ne? Also, dass man halt nicht klassisch Ohrringe oder Kette in die 24 packt, sondern einen Ring. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. So schaut er auf jeden Fall am Finger aus. Er ist hübsch, definitiv, ne? Und wenn man halt auch so die Schmuckstücke als Modeaccessoire in dem Sinne trägt und dann halt quasi outfitbasiert und entsprechend aufeinander so abgestimmt, macht das auf jeden Fall Sinn. Ich hätte mir in der 24 wirklich gewünscht, dass wir eine Kette drin gehabt hätten. Da hätten sie wirklich gut zum Beispiel diese hier mit reinmachen können. Das wäre eine schöne 24 gewesen. Aber na, der Ring ist auch trotzdem schön. Nun haben wir vor uns die 24 Schmuckstücke liegen und können ein Fazit zu dem Adventskalender machen. Also, ich habe hier sehr schöne Sets drin finden dürfen. Auch wirklich Highlight-Produkte, muss ich wirklich sagen. Das sind Sachen, die ich auch gerne in Zukunft viel tragen möchte. Ich finde es cool, dass man diese Umverpackung auch weiterverwenden kann als Schmuckkästchen, wenn man möchte. Es waren halt ein paar Sachen dabei, wo ich sage, die trage ich jetzt nicht unbedingt, aber die würde ich dann vielleicht zu einem gewissen Event oder so tragen. Es sind mir ganz persönlich leider ein paar zu viele Armbänder drin enthalten. Da hätte ich mir gewünscht, dass weniger Armbänder und mehr Ohrringe drin gewesen wären. Aber ich glaube, andere sehen es halt anders, ne? Aber wir haben hier sowohl filigranen Schmuck drin enthalten, wir haben hier etwas gröberen, auffälligeren Schmuck drin. Und ich glaube, dass der Mix es einfach macht. Und ich finde, dass es hier bei dem Adventskalender sehr schön umgesetzt wurde. Und ich finde es nach wie vor richtig cool, dass sowohl meine als auch die Community von Nicole mitentscheiden durfte und hier so coole Produkte reingevotet hat. Und das finde ich einfach großartig. Wie hat euch der Adventskalender gefallen? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ihr findet natürlich auch den Link zum Adventskalender in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.